diese ganze Bewegung überhaupt nicht als eine revolutionäre Bewegung bezeichnen, sondern ich glaube, dass es sich um eine Art von Pseudoaktivität handelt. Etwas feierlichen Harmonisierung. Des Faschismus im Westen, des Stalinismus im Osten und der amerikanischen Kulturindustrie. Aha. Aha, Nationalhymne. Alle Nationalhymnen gleichen sich irgendwie. Feierlichen Harmonisierung. Zusammenhängen, dass eben doch die Politik und die gesellschaftliche Gesamtverfassung nicht so durchaus rational ist.